bei mir im Studio jetzt meine Kollegin Marie Pschibilla. Diese Hilfen aus den USA, aber aus anderen Nationen natürlich auch, die werden dringend benötigt in der Ukraine aktuell. Kannst du mir sagen, wie sehen die Kampfeshandlungen gerade aus? Welche Regionen sind ganz besonders betroffen? Ja, da gucken wir uns einfach die Karte entsprechend nochmal an. Daniel hat uns ja gerade schon die Situation in Kiew geschildert. Gucken wir entsprechend einmal auch auf die Karte der Ukraine. Natürlich war es wahrscheinlich kein Zufall, dass ausgerechnet zum Besuch von Antonio Guterres letztendlich dann auch Kiew nochmal beschossen worden ist. Das sehen wir hier entsprechend im Norden. Aber man muss wirklich sagen, weiterhin natürlich starke Kämpfe in Kharkiv. Auch Izium ist weiterhin ja ein wirklich stark umkämpfter Bereich. Die ukrainischen Truppen, die muss man aber wirklich sagen, die leisten da richtig Widerstand. Ursprünglich hat man ja versucht, auch seitens der Russen hier weiter Richtung Süden, Richtung Sloviansk zu kommen. Aber da muss man wirklich sagen, gibt es massive Gegenwehr. Deswegen da sind die Geländegewinne gar nicht sonderlich groß in den letzten Tagen gewesen. Man muss auch sagen, ganz frisch ist, dass das berichten zumindest die Ukrainer, dass man also auch im Donbass letztendlich die Bodenangriffe erstmal eingestellt hat. Auch da lesen wir, hören wir, dass man auch wieder neue Truppen firmiert in Belgorod, also knapp hinter der ukrainischen, auf der russischen Seite und letztendlich also hier natürlich weiter, aber trotzdem an der kompletten Kontaktlinie hier Kämpfe hat, aber eben mehr aus der Luft, nicht mehr so im Bereich des Bodens. Mariupol ist natürlich auch insofern nochmal im Fokus, als eben die Kämpfe dort, die Angriffe auf das Azovstal-Stahlwerk, dort eben auch im Süden. Cherson, dort hat die Bevölkerung weiter aktuell auch Sorge, dass man möglicherweise zeitnah ein Referendum durchführen könnte, um also auch eine Volksrepublik Cherson dort einzuläuten. Deswegen muss man auch sagen, ist diese Stadt gar nicht so traktiert, wie man das erst befürchtet hatte. Also keine, ja, keine Belästigung in erster Linie erstmal der Bevölkerung, sondern man warnt auch davor, die Kräfte dort vor Ort, dass also die Leute aufpassen sollen mit ihren persönlichen Daten, weil man eben schon Sorge hat, dass man möglicherweise Stimmen fälschen könnte mit diesen Informationen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal dort im Süden die große Sorge. Vielleicht wird sogar eine russische Währung entsprechend auch eingeführt. Auch Mykolaiv, Odessa sind entsprechend auch nochmal stark umkämpft in der letzten Zeit. Also verschiedene Regionen, die wir weiterhin sehen, wo Kämpfe stattfinden. Auf eine Region möchte ich noch mal ein bisschen genauer eingehen, und zwar Mariupol, besser gesagt das Stahlwerk Azovstal. Da gab es ja jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder die Meldungen, die Zivilisten, sie können raus, dann hat das doch nicht funktioniert, es soll jetzt Verhandlungen geben. Es scheint alles unklar und vor allem gibt es immer mehr Berichte darüber, dass dieses Stahlwerk weiter angegriffen wird. Gibt es da vielleicht sogar Bilder, die jetzt zeigen, wie dramatisch die Situation ist und wie groß die Zerstörung ist? Ja, wir haben inzwischen Bilder bekommen. Man muss ja wirklich sagen, dieses Stahlwerk ist ja ein riesiger Komplex. Das ist ja wie eine Stadt in der Stadt, so kann man das fast sagen, ein riesiges Tunnelsystem. Und wir gucken uns vielleicht die Bilder auch direkt mal an, die wir bekommen haben dort heraus. Es gab ja Angriffe, es gibt immer wieder Angriffe, auch aus der Luft. Hier sieht man auch noch mal den Rauch aufsteigen nach solchen entsprechenden Bomben. Und muss man ja sagen, es ist nur ein geringer Teil, den wir also hier an der Oberfläche sehen. Es geht 30 Meter darunter noch in die Tiefe. Da haben wir eben ein entsprechendes Tunnelsystem. Und diese Bilder hier, die wirklich sehr dunkel sind, man erkennt kaum etwas, die sollen also das Innere auch dieses Stahlwerks nach den Angriffen zeigen. Man sieht also hier auch einen Mann, der verletzt ist, der hier noch zitternd eine Wasserflasche in den Händen hält. Das sind Bilder, die hat das Azov-Regiment zur Verfügung gestellt und veröffentlicht, die eben genau diese Bereiche in dem Stahlwerk letztendlich auch zeigen sollen. Man sieht das schon alles entsprechend verraucht. Tageslicht, Fehlanzeige, also das ist wirklich tief in diesen Katakomben, in diesem Tunnelsystem. Und hier haben wir entsprechend auch nochmal Bilder. Das ist also auch genau dieses Lazarett, was jetzt beschossen worden sein soll. Das ist jetzt vor dem Angriff. Man sieht schon, dicht gedrängt. Die Leute liegen teilweise auch auf dem Boden. Nachschub ist natürlich eine Katastrophe. Also es gibt letztendlich keinen Nachschub. Humanitäre Hilfe findet dort nicht statt. Hier sehen wir das also auch mal wirklich ganz, ganz rudimentär. 500 Menschen sind dort letztendlich auch in diesem Lazarett, werden da versorgt. Dort sind Ärzte und das hat man eben also jetzt entsprechend auch noch mal beschossen. Für heute soll noch mal geplant sein, dass eine Evakuierung stattfindet. Das ist in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. Die UN will das versuchen. Wir sehen auch Konvois, die sich in Richtung von Mariupol aufmachen. Aber ob das letztendlich dann auch klappen wird, da müssen wir mal gucken. Wir können eigentlich nur die Daumen drücken, dass sich diese Situation dort entspannt. Weil wir haben ja nicht nur Soldaten dort, sondern eben auch noch Zivilisten, die einfach da nicht rauskommen. Absolut. Vielen Dank, Marie, für diesen Überblick.